Ich habe immer noch kein Gold. Pisse. Hier. Ich bin zu fett für diese Tür. Nein, für diese Welt. Da hast du was verdreht. Hallo? Redest du nicht mehr mit mir? Ey, wie wär's, wenn du dich hier hinstellst und die rechte Maustaste gedrückt hältst? Kannst du das? Sag mal, jetzt soll ich nicht boxen. Das kann nein, ich frage da. Hier, Wooden Crank. Dass du das Iron ein bisschen pulverisierst. Ja, das krieg ich grad noch so hin. So, sehr schön. Das ist jetzt natürlich auch eine schwache Arbeit, aber das müssen wir jetzt so machen, weil ich kein Gold habe. Geht jetzt leider nicht anders. Damit könntest du dich sehr lange beschäftigen. Aber ich glaube, das willst du auch nicht, ne? Nein. Doch, ich habe Spaß. Du hast Spaß. Es dreht okay. sich. Hier, kriegst noch ein bisschen Blei und ein bisschen Silber da rein. Das würde ich ein bisschen beschäftigen. Am Arsch wird es das. Warum? Warum bist du denn jetzt so? Sei doch nicht so. Du hast so ein... Was ist das denn hier? Hier sind 3 Kiwi und 2 Redstone drin? Was treibst du denn da? Was? Das ist so ein Teleportations-Creeper. Mit Schweißband. Mist. Warum sind die 3 Kiwi und 2 Redstone im Crafting-Table? Was treibst du denn? Was? Ich weiß nicht, wie die da hinkommen. Nein, überhaupt nicht, wa? Da sollte eine Redstone-Reception-Coil gebaut werden. Ja, jetzt ist da Kiwi drin. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich sie dir geklaut. Bam. Ich esse jetzt Kiwis. Dabei mag ich keine Kiwis. Ich esse sie nur, damit du sie nicht kriegst. Gibst du mir die? Nein. Warum nicht? Da, sauf. Mann. Okay, hier ist ein Waterbucket, falls du einen... Ja. Nee, nein. Nein. Ich werde den mitnehmen. Ach, das ist der kleine Stinker. Kleine Stinker? Ich wollte eigentlich Stricher sagen, aber das darf man ja in deinem Let's Play nicht. Ach, habe ich das mal irgendwann gesagt? Darf man nicht? Oder... Mann, jetzt hat er mich teleportiert. Ja, mich auch. Nur 1 Meter weit oder so, aber egal. Habe ich irgendwann mal gesagt, man darf nicht Stricher sagen bei mir? Weiß ich nicht. Was gucken da Minderjährige zu? Tun das? Hallo, ja. Minderjährige, seid ihr da? Ja, Moment, das hast du unter dem Rage-Video gesehen, ne? Ja. Wo da mehrere ihr Alter gepostet haben, weil ich was über Volljährige gesagt habe. War das ein Fehler? Hätte ich das nicht tun sollen? Das musst du mich nicht fragen. Wieso nicht? Du bist doch auch ein Zuschauer. Nein. Teilzeit-Zuschauer. Ein bezahlter Zuschauer. Ja, na gut, das muss man, so muss man, ja, na gut. Ein Creeper. Ich lass hier oben bumsen, ey. Vielleicht bumsen darf man bei mir. Pickaxe bauen und mich auch ins Getümmel stürzen. Ich hab nämlich Langeweile. So. Mann, Kacke. Oh, das ist ja toll. Was? Da hat der Glenvan ein Achievement bekommen. Ja, das bringt mir nicht viel, weil ich kein Holz mehr habe. Wir sind beeindruckt. Halt doch die Klappe. Mann, Mist. Ha, Gold. So, na also. Gut. Wir haben bald einen Pulverizer. Hast du in Agrarian Skies auch brav aufgepasst? Dann weißt du, was das für eine Maschine ist. Ja, sie pulverisiert halt, ne? Ja, die wird unsere Ores zu Pulver verarbeiten und dann musst du nicht mehr an dem Wooden Crank stehen. Dann geht das automatisch. Moment mal, muss ich an dem Wooden Crank stehen? Ja, so wie du es jetzt gerade machst. Du bist doch bestimmt schon fertig, oder? Warte, ich bring dir Nachschub. Wenn ich hab grad eine frische Spitzhacke, die ich dir in den Schädel rammen werde. Hey, wenn du damit nicht fertig bist, wenn ich gleich hochkomme, ja, dann... In welche Richtung bist du jetzt geschwommen? Ah, ich sehe deinen Namenstag. So, da bin ich schon jetzt wieder. Jetzt schwimm voraus. Nein, ich gehe jetzt wieder hoch, ich hab, was ich wollte. Oh, Alter. Oder ich meinen Gang halt weiter. Ja, na, das bringt aber nichts auf Höhe... Doch, bringt das. Auf Höhe 60? Was soll denn das bringen? Da findest du aber doch nichts. Aber das kann doch... Ich muss doch nicht auf der Ebene bleiben. Ja, aber... Ja, gut. Okay, das ist ein Wort. Aber ich meine, da findest du ja, glaube ich, nicht mal Iron. Das sind mehrere Wörter. Na gut. Okay, sehe ich ein. So, jetzt werde ich mich an den Wooden Crank stellen, weil ich so selbstlos bin. Nein, du bist gerade nur beleidigt, weil ich deine Bimbo-Arbeit nicht mache. Ja gut, dann muss ich mir halt noch einen dritten suchen, der Bimbo-Arbeit macht. Und wer ist es? Das wollte ich eigentlich off-camera mit dir besprechen. Weil ich hatte da wirklich drüber nachgedacht,
weil wir ja eigentlich ein Magie-Modpack machen. Dass wir Feinde brauchen. Nein. Und wir brauchen trotzdem die eine oder andere technische Maschine oder technisches Setup. Und ich war mir jetzt nicht so sicher, ob du das in dieser Serie auch bauen möchtest oder ob du meinst, nö, das hat damit nichts zu tun. Warte, erzähl es gleich nochmal. Wie, da gibt's nicht viel zu erzählen, ich bin so gut wie fertig. Hast du doch gerade noch Sticks? Das ist nicht fair. Ich brauche noch mehr Glas. Also, was hast du jetzt vor? Also, da wir ja in einer Serie sind, die eigentlich um Magie geht. Ja, das habe ich noch mitbekommen. Wollte ich, dass wir uns hauptsächlich mit Magie beschäftigen. Ja, und nicht so sehr mit den technischen Sachen. Ja. Aber es gibt gewisse technische Grundsätzlichkeiten, die wir machen müssen, weil die sich mit Magie nicht vernünftig lösen lassen. Und da hatte ich überlegt, wie du dazu stehst oder was du dazu sagst, weil ja eigentlich, also ob du findest, ob das jetzt in dieser Serie nichts zu suchen hat. Ich habe ein Buch gefunden. Ich werde mal deinen Psychiater anrufen. Irgendwas stimmt da noch nicht. Irgendwas läuft da schief. Ich habe echt ein Buch gefunden. Ja, schön. Und was sagst du zu dem, was ich gesagt habe? Ja, wir müssen halt die Grundlagen erstmal schaffen. Ja, gut, dann hast du mich vielleicht nicht verstanden. Ist egal. Dann machen wir so weiter. Factorization, the Factorization Manual im Dropper. Ja, das ist total die behindertste Drecksmod. Tut mir leid. Kann ich das abbauen, also ja. Ja, die brauchst du. Ich dachte erst, ich habe einen Pisten gefunden. Ein Splitting Creeper. Was soll das denn heißen? Splitting Creeper. Ja, das zersplittet dich. Haben wir gar kein Tin? Das sieht aus wie Iron, nur weiß. Soll ich gucken? Ja, ich habe schon geguckt. Wir haben nur Silber. Ich verstehe nicht, warum wir kein Tin haben. Das brauche ich. Das ist nichts Seltenes. Das ist was ganz Normales. Das müssten wir eigentlich en masse haben. Ist überall nur Dense Silver. Was ist das denn? Oh, das ist ja cool. Das war ein Dense-Block und ich habe 3 Ores draus bekommen. Weil das so dense ist. Aha. Aha. Soll ich dir eigentlich überhaupt noch irgendwas sagen oder einfach schweigen? Nein, ich höre dir echt zu. Aber du hörst mir zu wie ein Zuschauer und nicht wie einer, der gerade mittendrin ist. Ja, weil ich gerade beschäftigt bin. Bist du auch beschäftigt, wenn du Videos guckst? Bist du so einer, der dann noch 5 Tabs offen hat und Nachrichten liest und gar nichts von dem Video mitkriegt und trotzdem einen Daumen gibt? Ich dachte, du meinst, wenn ich jetzt bestimmte Videos gucke. Es gibt... Ja, keine Ahnung. Was meinst du denn? Das sage ich jetzt nicht. Jetzt? Das hat alles überhaupt gar keinen Sinn gemacht, was wir eben gesagt haben. Das ist dir schon bewusst, ne? Ja, hat jemals was Sinn gemacht, was wir gemacht haben? Nee, nur wenn du meinen... Ne? Was? Ich hatte gerade einen kleinen Gehirnschluck auf, alles in Ordnung. Ja, ist ja wie immer halt, ne? Das kann man auf Englisch viel schöner sagen, da sagen die ein Brain Fart. Ich habe ja. Salz gefunden. Salz, super. Ist das Tin? Nein, aber es ist auch weiß. Aber es ist Salz, ja, es ist eben kein Tin, es ist Salz. Mann, warum ist denn hier kein Tin? Was ist das überhaupt für eine Höhle hier? Die habe ich doch nicht gebuddelt. Ja, eben. Hä? Was? Ey, weißt du eigentlich, wie schlecht diese Unterhaltung gerade ist, die wir führen? Und wie schlecht die Unterhaltung für jeden ist, der gerade zuguckt? Ja. Ist das bewusst, ja? Und schämst du dich? Nein. Manchmal? Nee. Ein bisschen. Erst wenn Licht aus ist. Licht aus ist. Heute ist Freitag, haben wir noch gar nicht gesagt. Eben. Ist das nicht toll? Und ich komme frisch von der Arbeit und sitze hier schon wieder am Rechner. Kommst frisch von der Arbeit, siehst du. Und ich habe heute Überstunden gemacht. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe sogar 2 Stücke Kuchen vorher noch gegessen. Genau, das hat er mir noch gesagt. Hat Glenn dann erstmal nach Hause gekommen. Jetzt muss ich erstmal Kuchen mampfen. Was gab's denn für einen Kuchen? Apfelkuchen. Richtig, Der war sogar noch schön kühl von den Äpfeln her, ey. Sehr schön. Ich mag das gar nicht so, wenn ein Kuchen warm ist. Ja, doch, ich schon. Vor allem bei Käsekuchen, da wird man dann schlecht von, weil er halt warm ist. Ja, genau. Und dann mampfst du irgendwie 4 Stück davon oder so, da geht's dir schlecht. Ich habe Eisen gefunden. Ich habe Tin gefunden, das heißt, ich bin besser als du. Nein, wir waren eben bei Kuchen.
Ich habe auch Tin Ore Berries, dann können wir uns Tin anpflanzen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ist das die gleiche Mod, die du in deinem Jochscast hast? Ja, das ist die gleiche, aber... Wo du den Sprengler hast und baust dir verschiedene Materialien an? Ach so, nein, das ist es nicht. Das nicht. Das ist Magical Crops und das ist aber was anderes. Das, was ich hier habe, sind Büsche, die man einfach so findet. Da muss man die Samen nicht craften. Aber das gibt es im Jox-Pack trotzdem auch. Diese Büsche gehören zu Tinker's Construct, wo der große Furnace drin ist. Mhm. Das ist die gleiche Mod. Ich weiß nicht, warum der sowas hat. Aber jede Beere, die man davon ernten kann, ist gleichzusetzen mit einem Nugget. Das heißt, wenn du 9 Beeren geerntet hast, kannst du einen Ingot craften. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Aber die haben Stacheln. Wenn man da rangeht, verletzt man sich. Und die wachsen nur... Ja, das kenne ich ja vom Kaktus schon. Und die wachsen nur im Dunkeln. Also da müssen wir uns eine spezielle Einrichtung für bauen, damit wir die benutzen können. Aber das kommt alles noch. Alles ist gut. Ab welcher Höhe wird es eigentlich interessant? Schwer zu sagen. Also ich gehe meistens runter bis auf Diamant-Level, also irgendwas ab 16 abwärts. Irgendwann um bei 51, 50. Also irgendwo um 13 fühle ich mich wohl, weil ich da alles finde. Es ist ja nicht so, dass es ab einer bestimmten Höhe kein Iron mehr gibt oder so. Das gibt es ab einer bestimmten Höhe bis 0. Und deshalb ist 0 eigentlich die beste Höhe, wie ich finde. Okay. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht. Meine Kohle findest du in jeder Tiefe, aber nicht in jeder Höhe, wenn du verstehst. So meine ich das. In der Höhe weiß ich gerade gar nicht. Naja. Ich will ja nur sagen, man kann eigentlich nicht zu tief graben. Das will ich damit nur sagen. Und wenn du, ja. Was ist ein Cinnabar-Ohr? Wie lange ist denn dein Englisch her? Na gut, Cinnabar. Das ist für Thorncraft auch eine Magie-Mod. Werden wir wahrscheinlich auch irgendwann tackeln. Okay, tackeln. Ja, das kam jetzt gerade so über mich, ich weiß auch. Tolosuka, tackle! Ah, ich wünschte, ich könnte jetzt diese Pokémon-Musik einfügen. Schön aus der ersten Generation. Die Kampfmusik, die wir alle kennen. Ach, die Kampfmusik und nicht die Musik, die den Kampf einläutet, wo sich jeder drüber aufregt. Wie jetzt jeder drüber aufregt? Wie meinst du jetzt? Irgendwann bist du auch ziemlich genervt. Oh. Jetzt hast du... Und warum ist das passiert? Weil der Glenn war nicht reingeguckt hat. Warum hat er nicht reingeguckt? Weil er nicht zuhört. Ich muss weg. Ich wollte gerade Iron... Nein, 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 nein. Du bleibst mal hier und baust einen neuen Wooden Crank. Find raus, wie es geht. Okay. So. Was soll das denn jetzt? Du, außerdem stehst du im Bett. Richtig. Du hast dich nicht mehr hingelegt. Ich stehe immer im Schlafen. Aber dann brauchst du auch kein Bett. Dann kannst du dich irgendwo in die Ecke stellen. Ich schlafe immer im Stehen, Scheiße. Aber im Bett. Bau jetzt einen Wooden Crank. Eine einfachere Aufgabe könnte ich dir jetzt unmöglich geben. Da ist noch was drin. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht fertig. Und du brauchst den Furnace nicht für einen Wooden Crank. Hallo? Mann! Ich habe keinen Platz im Inventar. So, jetzt muss ich das da hinschmeißen. Da, die Blume kannst du haben. Wir brauchen das jetzt. Das ist wieder los, hast du, ey. Hast du Holz? Ja, warte mal. Baumann, nein. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Hast du nicht einen riesigen Baum ausgehöhlt? Ich will nur Chests. Ja, aber ich habe das alles drüben in meinen Truhen. Wärst du so freundlich, einen Wooden Crank zu bauen? Nein, weißt du was? Spaß dir. Nein, ich mach schon. Nein, nein. Nein, ich mach. Nein, ich... Jetzt sei doch nicht immer so ein Arsch. Warum Wieso bin ich der Arsch? Warum lässt du es nicht sein, wenn ich sage, brauchst du nicht? Ja, was ist das denn für eine Brücke? Bist du fertig? Ey, das ist ein Meisterwerk einer Brücke. Ich frage ihn, ob er Holz hat, um eine Truhe zu bauen, damit nicht unser Inventar voll ist, weil das regt Zuschauer auf, ja, das regt mich auch selber auf. Und was ist? Er baut eine total sinnlose Brücke, die eine Pfütze überbrückt, die einen halben Meter tief ist. Ja, aber guck dir doch mal dieses Prachtstück. 5 in der Breite ist die, guck mal. Donnerwetter, hoffentlich reicht es für einen. Ja, also für dich habe ich schon gesorgt dadurch. Mann, Kacke. Nee, die ist aus Holz, nicht aus Kacke. Warum gehe ich eigentlich los und baue 3 Sand ab, wenn ich 4 brauche? Guck mal, du benutzt Geh mir aus dem jetzt. Weg. Ah,
Ich bin fast tot, ist dir schon bewusst, ne? Das ist mir auch egal, wenn du mich schlägst. Weil ich verhungere. Bist du nicht fürs Essen zuständig? So wie in Agrarian Skies? Wo? Wo denn? Du bist voll, glaube ich. Mein Inventar ist voll. Ach, da. Warte mal, ich muss das hier hinstellen. So. Was zum Teufel? Wo kommt das her? Das habe ich jetzt dahingestellt. Ich habe keinen Platz mehr, um das aufzuheben. Deshalb muss ich es dahinstellen. So. Unsere Basis ist doch schön, oder? Boah, Alter, du bist ganz schön anspruchsvoll, ey. Keine Ahnung. Bin ich das? Ja. Wirklich? Ja. Anspruchsvoll woran? An deine geistige Leistung? Mist! Nein. Arsch! Das ist ein schwarzes Schaf, das muss jetzt sterben. Ich brauche Holz. Dringend. Ja. Bitte. Und was soll ich dir jetzt besorgen? Wie ich mich zwinge, freundlich zu sein. Ich brauche Holz, ich muss einen Pisten bauen. Sonst funktioniert. Ja, ich komme sofort. Sonst funktioniert. Oder guck einfach in meine Truhe, da ist Holz drin. Oh, natürlich. Ich gehe auf meinem Server an deine Truhe. Das ist aber gütig. Boah, ist das ein scheiß Server? Hier wirst du vom Admin gegrieft, ey. Ich hol mir mein Holz selber. Lass mir. Ach. Außerdem bin ich total weit weg. Du bist total weit weg? Du meinst drüben beim Baum. Das ist ganz schön weit, in der Tat. Ich sehe dich sogar auf der Karte. So weit weg kann es nicht sein. Was ist denn das für eine Scheiße? Aber ich sehe den Baum von hier noch. Ich wollte deine Brücke kaputt machen und das Holz benutzen, aber es sind alles Slabs. Das ist doch nicht wahr. Ich kann es nicht glauben. Das ist der Antisabotageschutz, da habe ich schon gedacht. Ja, aber wirklich, das kann doch nicht sein. Ich dachte mir schon, boah, dieser Raffgierige, der wird sich eines Tages an mein Holz vergreifen. Irgendwann bediene ich mich da. So, ich lass mich doch nicht verarschen. Hast du doch schon. So, kein Platz mehr. Ein Pisten. So, wir haben gleich einen Pulverizer. Das ist wahrscheinlich viel zu früh, dass wir den schon bauen, aber ich bin ungeduldig bei sowas. Ich will früh gute Maschinen haben. Ja. Was ist denn jetzt los? Ah, ein kleiner Lag. Hast du Flint? Nein. Sag ja. Ach, bist du sicher? Hast du überall geguckt? Ja. Auch unter deinem Bett? Nein. Wer guckt denn bitte unter seinem Bett? Wenn ich Flint brauche, gucke ich immer unter mein Bett. Da ist meistens was. Ach, Mann. Boah, Mann! Meine Fresse! Willst du mich denn verarschen? Krass! Ich hab mich wirklich erschrocken! Das kannst du nicht machen mit mir, Mann! Ich hau ab, Mann! Ich brauch. Hier ist doch überall Gravel, Mann! Ich brauch Flint. Scheiße! Ich hab das schon in Videos gesehen, weißt du, wie die sich gegenseitig mit sowas erschrocken haben. Ich dachte, sowas würde doch nicht passieren, weißt du? Das würde man doch irgendwie bemerken, aber du hast es wirklich geschafft. Donnerwetter. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Nein! Ja, das habe ich dir übrigens schon mal gesagt. Aber du hast wieder mal nicht zugehört. Das hatte ich dir schon mal gesagt. Übrigens, da draußen ist Wasser, ist dir auch bewusst, ne? Du könntest ins Wasser springen und dich dann zurückverwandeln. Das sagt der sich vor einer kleinen Spinne erschreckt, wie sonst was. Ich hab dich geschlagen, ne? Das ist so, Pulverizer. Bam. Kriegt der Strom? Nein, warum nicht?